Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe unserer Schmökerkiste. Und Wolfgang Mitschke und ich werden versuchen, Ihnen ein bisschen was zu erzählen. Und heute haben wir uns was vorgenommen, woran Sie alle nicht denken. Es ist kein Buch, es ist auch kein Magdeburger Schriftsteller, auch kein aus der Altmark, aus der Börde, nichts. Sondern heute sprechen wir über einen Verein. Nun hat es literarische Vereine, wenn man sich mal damit beschäftigt, und ich habe das mal in einem Büchlein getan, in Magdeburg, verhältnismäßig früh gehabt, durften aber keine Frauen drin sein, aber vor 200 Jahren trafen sich Kaufleute auch, um Neues aus der Literatur, Klatsch und Tratsch zu hören. Und dann gingen die auf den Werder. Da hatten die meisten so einen Garten mit einer etwas größeren Hütte. Und da saßen die dann drin und vorher reisten ihre Ladendiener schon mit einem Handwagen voll Bier und Schnaps und Wein hin. Und dann kam extra zum Beispiel aus Halberstadt der Dichter und Domsekretär Gleim hierher. Zu Pferde. Mit Kutsche. Mit Kutsche. Na, da hat er den Klopfstock schon mit drin gehabt. Ja, ja. Und das ist eben so gewesen. Oder wir haben solch eine Vereinigung gehabt, die Kugel in Magdeburg, Expressionisten, wo man heute noch rätselt, wieso hießen die die Kugel, haben auch eine Zeitschrift rausgegeben, allerdings nur zweimal, dann war das aus. Dann fiel ihnen entweder nichts mehr ein oder sie waren nicht mehr in Magdeburg. Das war die Hauptsache. Denn in den älteren Schriften, so vor 200 Jahren, stehen zwar immer eine ganze Menge Magdeburger dabei, nur es war so, Schriftsteller konnte man nicht von leben. Sie mussten also irgendwie im staatlichen Verwaltung einen Posten haben. Und die kriegte man in Magdeburg nicht. Sondern die kriegte man in erster Linie in Berlin. Deswegen waren immer die Magdeburger Dichter sehr schnell weg. Es funktionierte nicht. Die fanden dann etwas anderes, weit weg. Der eine reiste bis Ägypten und schrieb auch eine arabische Grammatik, die man heute noch benutzen kann. Der nächste reiste in die USA und machte dort Rundreisen, um alles Mögliche kennenzulernen und das hier für seine Leute zu schreiben. Also sie waren in der ganzen Welt. Und dann steht ja auch da, die waren meistens deshalb so schnell weg, weil die Magdeburgerinnen waren immer diejenigen, die von Paris aus die neueste Mode hatten. Ich habe neulich gestaunt, hier in Magdeburg gab es eine Färberei von einer Frau, die spezialisiert war auf ein besonderes Rot, das also Modefarbe war, sodass von Belgien, das gerade erst gegründet wurde, große Stoffladungen nach Magdeburg geschafft wurden. Hier wurden die rot gefärbt und dann gingen die von hier aus wieder zurück nach Belgien oder nach Paris. Hat mich sehr gewundert. Meine Vorfahren in Schlesien, die waren Blaufärber. Ja, gut, aber die Magdeburger hatten Rot. Ja. Aber es gab mehrere Färbereien hier. Das war hier ziemlich gut. Hat einen ganz einfachen Grund, weil hier die Elbe vorbeifloss. Und damals konnte man noch alles reinkippen, was man nicht mehr brauchte. Und das hat keinen großartig gestört. Und so viel wird es auch nicht gewesen sein. Aber sie hatten sich darauf spezialisiert. Es hatte ein bisschen was dazu zu tun mit den Hugenotten. Denn da waren sehr viele, die mit Textilindustrie zu tun hatten. Und die haben natürlich das nach sich gezogen oder haben das gleich selbst übernommen, hier zu färben. Ja. Bei uns waren denn, die gingen dann ein, weil die schlesischen Weber nicht mehr da waren. So, ja, das natürlich. Ging um diese Zeit, die waren abhängig von den schlesischen Webern und haben deren Material gefärbt. Ja, gerade blau, denn das blau war sagt man ja heute noch, Blaumann hat er an. Ja, und ich habe ein wunderschönes Tischtuch noch aus dieser Zeit, blau mit weißen Mustern drin. Ja,
Also, Sie sehen, wir sind auch Textilfabrikanten, allerdings nur heimlich. Und in der Zeit des Endes der DDR kam etwas auf alle zu. Die Vereine, richtige Vereine waren das ja nicht, sondern Freundeskreise. Freundeskreis Literatur oder Goethe-Gesellschaft oder Schriftstellerverband. Und auch Zinnfigurenmacher und sowas alles, ja. Und Briefmarkensammler. Ja, die hatten einige Schwierigkeiten und vor allen Dingen mit der Literatur, denn in der DDR war ja eine etwas andere Sorte von Literatur auf den Schild gehoben. Ja. Und da kam manches jetzt, das uns eigentlich erst erschütterte, mich jedenfalls, weil ich in dem Moment dachte, Mensch, das weißt du, aber wir haben das ja in den letzten 20, 25 Jahren überhaupt nie erwähnt. Gertrud von Lefort zum Beispiel. Ja? Ja. Dabei gab es in der BRD eine Gesellschaft dafür, die auch dann hier zuerst tagte. Und ich habe noch mit der Dame gesprochen und die war ganz entsetzt, dass wir hier überhaupt nichts von der wussten, auch die Bibliothek nicht ihr Bild irgendwo hängen hatte und ihr Bücher standen extra da. Ja, ich sage, ich habe wohl die Magdeburger Hochzeit, aber ich wüsste jetzt kaum noch einen, der sie auch hätte. Ja, ich hatte sie auch. Ja, gut, dich habe ich nicht befragt. Nein. Jedenfalls fiel mir das auf und mich hat man zum Vorsitzenden des neuen Schriftstellerverbandes gemacht. Und ich merkte, meine Kollegen wollten das so weiterführen, wie es ging. Und das war unmöglich. Denn es war ja vom Staat aus den Händen genommen. Damit gab auch der Staat uns kein Geld mehr. Und ich habe dann also mit Mühe und Not versucht, meinen Kollegen beizubringen, dass wir das nicht mehr so machen können. Aber ich gebe heute und von Anfang an zu, ich habe die nie überreden können, sondern die waren alle der Meinung, das geht so weiter, die Verlage sind doch da. Und dann habe ich zu dem einen gesagt, glaubst du wirklich, dass die FDJ noch einen Verlag weiterführen wird wie bisher? Ja, ich habe ja zwei Verträge mit denen. Ich sage, die FDJ wird sagen, auf Wiedersehen, das war's und der Verlag interessiert uns nicht. Und dass du einen Vertrag hast, sehr schön, aber wird nichts. Und da habe ich durch Zufall gewusst, wie das zum Beispiel in Schleswig-Holstein ging. Und die hatten so etwas, was mir dann vorschwebte, nämlich eine Möglichkeit, Leute zusammenzusuchen, die Schriftsteller sind, also die schreiben, auch wenn sie es beruflich nicht machen, sondern nur nebenberuflich. Und dann natürlich Anfänger, damit die sich mal erkundigen können, wer macht da was. Wo kann ich mich mal erkundigen, wenn ich was weiß? Und dann brauchen wir welche, die die Magdeburger Literatur erstmal sammeln und wieder bekannt machen. Denn das gab es nichts für. Es ist ziemlich erstaunlich, aber es gab eine Broschüre, da waren berühmte Magdeburger drin, aber das war nicht sortiert nach Schriftstellern oder irgendetwas. Und dann habe ich das Kunststück geschafft, und dich, glaube ich, auch bald gesammelt, dass ich geguckt habe, wer sich für Literatur interessiert oder Literaturfreunde. Und die haben sich dann getroffen. Und da ergab sich, dass das Erich-Weinert-Haus in der Thiemstraße so ein bisschen schwankte. Weil Erich Weinert war mit einmal nicht der große Dichter, für den ihn auch vorher nicht viel gehalten hatte. Mhm. Obwohl er ein hervorragender satirischer Dichter war und ein Kabarettist, dessen Arbeiten ja erst vor wenigen Jahren, ich sag mal jetzt in der BRD erschienen sind, hier bei uns nicht, aber drüben war es was ganz Neues. Und ich gebe ehrlich zu, wir kannten ja auch mehr oder weniger die Gedichte, die nun in Klassenkampf und in Krieg gehörten. Und so habe ich die alle zusammengesammelt und wir haben uns getroffen. Und im vorigen Monat Januar, da haben wir uns zu einem Verein mit viel Schwierigkeiten zusammengerauft, kann ich nicht sagen, denn bei uns war alles klar. Aber die über uns, die ganzen Behörden, die es da gab, von denen wir keine Ahnung hatten in der DDR, die haben wir dann
nach und nach überzeugt, dass das ging. Und es haben auch Menschen wie der Bibliothekar Klaus-Dieter Kirschner Aufgaben übernommen, ja, von denen sie auch vorher nicht wussten. Ich weiß noch, wie der gesagt hat, Hans, was habt ihr mir da aufgeholzt? Ich habe immer das Gefühl, mit einem Bein stehe ich schon im Zuchthaus, weil ich nicht sämtliche Quittungen in dreifacher Ausfertigung, ja, und so habe. Der musste ja die Finanzen verwalten. Ja, der musste. Als Bibliothekar. Und, na, da hätte es ja eigentlich haben können. Na. Können, noch doch. Mir fällt da immer Göcking ein, da habe ich mich sehr, ja, sehr amüsiert, denn der hat doch geschrieben über die Bibliothekare. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Nein, aber Göcking kenne ich natürlich. Aber ja, da wirst du hier gleich. Er war ja auch in Magdeburg. Ja, eben. Dann wirst du dich wundern. Der hat nämlich, ich kann es nicht genau aufsagen, aber er hat geschrieben, der ist ein Bibliothekar, man gebe ihm Landeskassen, aha, zu verwalten. Denn was man ihm gibt, rührt er gewiss nicht an. Oh, wow, ja. Ja, ja, das sagen wir so nebenbei. Kann sich jeder Gedanken machen, vor allen Dingen, wenn er Bibliothekar ist. Ich kenne aber keine Bibliothekare, die nicht lesen und nicht lesen können. Das muss ich sagen. Wäre ein bisschen übertrieben. Wir haben zusammengetan und haben Schriftsteller aufgefordert. Wir haben literarische Abende der kuriosesten Art gemacht. Ich habe neulich, fiel mir wieder ein, wir haben zum Beispiel Wallensteins Lager von Friedrich von Schiller gespielt auf einer Bühne, die war so groß, die habe ich heute noch. Und da waren links und rechts so Führungsschienen und die ganzen Figuren waren nur aus Pappe, aber gedruckt bunt. Und wir haben hier in Magdeburg Wallensteins Lager in Kurzfassung für Kinder, vielleicht eine halbe Stunde, haben wir gespielt, haben unseren Spaß dabei gehabt. Und dann wurde es aber langsam immer ein bisschen besser. Und dafür haben wir aber gute Zeugen. Und da muss ich sagen, das ist etwas Wertvolles. Und wer sich das noch besorgen kann, der wird staunen. In ganz kurzer Zeit wird es das nicht mehr geben. Aber im Literaturhaus ist das jetzt noch einen kleinen Bestand, ja. Und da haben wir unsere Literatur und wer aufgetreten ist und was wir gemacht haben, veröffentlicht, und da steht manches drin, was finden Sie in keinem Lexikon und in keiner Literaturgeschichte. Ja. Willst du mal ein Beispiel? Ja, also ich habe, wie gesagt, die Almanache sind 6 in an der Zahl herausgegeben, ja, worden. Ich zeige auch nachher mal einiges vom Inhalt her, aber wir haben beispielsweise nicht nur Belletristik oder Lyrik, wobei ich ein Lyrik-Fan bin, ich komme daher nochmal drauf. Aber wir haben eben Vorträge und wissenschaftliche Erkenntnisse über Literatur gebracht, beispielsweise Professor Otto Fulroth, ein ganz berühmter Magdeburger Literaturprofessor, hat über Wilhelm Raabe in Magdeburg geschrieben. Oder der Schriftsteller Heinz Kruschel, der hat den, Bildkünstler Robert Seitz, mhm, behandelt in Memoriam. Der Heiko Borchert hat geschrieben unter dem Titel Bürger, lasst bei frohem Mahl und der Freude trinken. Da hat er unsere von der literarischen Gesellschaft, unsere Vorfahren, hätte ich bei, ja, könnte ich sagen, die Mittwochsgesellschaft, ja, beschrieben, aus, ja, der wir praktisch hervorgegangen sind. Naja, ich sage das immer nicht. Nein? Nein, das war was, das ganz war anderes. Das war aber auch unsere Zielrichtung. Und sogar die Veranstaltung immer auf dem Mittwoch. Nein. Na gut, meine aber meine nicht. Ja. Na gut, nein, muss man nicht streiten. Das war hier dann doch etwas anderes. Es war nicht der Unterhaltungsverein. Und du hast auch nie eine Kiste Bier rangefahren. Nein. Na, siehste. Nein. Das war aber bei denen die Hauptsache. Ah ja, das wusste ich nicht so genau. Doch, aber doch, ich habe hier die sind ja deshalb auch früh eingegangen. Mhm. Es haben sich dann immer wieder welche gefunden, die gesagt haben, ja, in dem Sinne. Es gab zum Beispiel in Magdeburg eine Zeitung, nicht nur die Kugel, sondern es gab auch eine, die sollte größere Massen erreichen. Die hieß Wow Wow. Mhm. Weiß nicht, ob du schon, nö, mal gesehen hast. Nö. Also das war ein Unterhaltungsblatt. Aber es gab auch die Magdeburger Laterne. Mhm. Erschien jede Woche, war ein ziemlich großes Blatt sogar.
die Magdeburger Laterne und brachte alles aus der neuen Zeit so ein bisschen karikiert, kann man sagen, ja. Aber hier, ich habe also noch Manfred Köppe, auch ein ganz bedeutender Mann, hat über Otto von Guericke eine Biografie bei uns veröffentlicht. Natürlich, die Zahl der Veröffentlichungen, die ist ja größer als man denkt, weil die meisten immer nur sagen, naja, er hat die Luftpumpe erfunden und noch irgendwas. Ja, aber, oder der gleiche Fuhlrott und mit Heinz Kerkling, einem Museumsmann, der hat über Adrienne Thomas, eine Magdeburger Schriftstellerin, geschrieben, die auch in die USA emigrieren musste. Ja, das waren ja Jüdinnen. Ja, das waren Jüdinnen. Und die hat Nomi dort Rubel. Mit der zusammen, ist sie zusammengetroffen und hat da auch sich engagiert in der Literatur. Ja, das waren ja auch Literaten, die wir hier in Magdeburg gar nicht mehr kannten. Nee. Die waren auch keineswegs. Die haben wir wiederentdeckt und so haben sie dann publizistisch hier aufgewertet. Ja. Nicht? Das ist eine Tatsache. Oder wir haben, Ursula Elsner hat über Anna Segers, die Frau mit dem männlichen Blick. Ursula Elsner war meine Vorgängerin als Leiter der Literarischen Gesellschaft. Ja, oder wir haben Holger Michels, auf den Einzelnen kommt es an. Also auch, der hat über Hermann Hesse geschrieben. Oder Martin Wiele über Otto Bernhard Wendler, ein ganz bedeutender Schriftsteller, der Anfänger. Der leider nicht mehr gedruckt wird, aber den würde man immer noch verkaufen können, weil er ein sehr großartiger Erzähler war. Oder ein Mitglied von uns, Friederike Schwierske, die hat beispielsweise einen Abend, den wir über Goethe und Bettina von Arnim gestaltet haben, berichtet. Oder wir haben Brigitte Reimann zu Wort kommen lassen, die ja nicht mehr lebte damals, aber aus ihrem Werk. Das ist so hübsch, der Titel. Aber wir schaffen es, so ist er aktuell, ja. Verlass dich drauf. Nicht? Aber wie gesagt, ich bin ein sehr begeisterter Lyrik-Fan und da würde ich gern mal was zum Besten geben. Musste sogar. Aus, dem, aus diesem Material. Und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ich habe gestern noch mal mit der jungen Schriftstellerin telefoniert, ob ich das darf. Und sie, ich darf. Aber nein, also, hätte ich gar nicht erst telefoniert. Der Vers heißt Irland, also von einer Reise, die sie nach Irland gemacht hat. Hab die Steine gezählt auf dem Weg zu dir. Deinen Namen gesät ins schäumende Meer. Hab den Regen gesucht und dein Lied gehört. Hab den Wind geküsst. Mein Geheimnis verschenkt, hab deine Wärme nicht nur im Traum gespürt, fand endlich Halt auf dem schwankenden Schiff. Nun trag ich für immer den Zauber in mir. Das ist hier von der Frau Al-Alboni, also eine ganz bedeutende, für mich bedeutende Lyrikerin. Ja, und dann habe ich hier selbst entdeckte Lyriker, die ich mal zu Wort kommen lassen möchte. Nicoline F. Kruse, das ist eine Bildgestalterin und in der Künstlergruppe Hohenerxleben. Ich liebe das Schreiben an jedem Ort, das liebliche Hüpfen von Wort zu Wort. Aus den Lüften fang ich sie mit der Hand und streue sie auf ein weißes Land. Ich folge der Worte unendlichem Lauf. Mit farbigem Wasser schreib ich sie auf. Papier, Papier, wer dich erfand, verdient noch heute das goldene Band. Finde ich also ganz bezaubernd. Ja. Aber wir haben das auch manchmal ganz anders gemacht. Ich habe zum Beispiel, ich hatte schon fast wieder vergessen, über einen Dichter geschrieben, der fast nirgends steht. In letzter Zeit haben sich ein paar gefunden, denen das wohl in die Hände gefallen ist. Ich kannte den immer, weil mein Vater hatte dessen ganze Werke, es sind nicht sehr viel, hatte der, weshalb weiß ich nicht. Aber es hat damit zu tun, das habe ich dann erst festgestellt, der Mann heißt Alfred Brust und hat überhaupt hier nicht gelebt in der Gegend. Aber er gehörte zu den Expressionisten so um 1920, die aus dem Krieg kamen. Und ich habe geschrieben,
Die Großstädte, in welche man zurückkehrte, wurden als die Ausläufer der Schlachtfelder begriffen. Nur hatte man bisher nach dem anderen geschossen, ohne ihm ins Auge sehen zu müssen, doch kam nach und nach manchem Heimkehrer in der neuen Kälte zu Bewusstsein, dass er letztlich immer gezwungen worden war, auf sein eigenes Spiegelbild, auf sein Ich zu zielen und es immer und immer wieder zu treffen. Heute du, morgen ich. Und nun nichts anderes als weiterschleppen durch die Gassen und Straßen in die Villen und Spelunken der großen Städte. Und jetzt kommt so ein Gedicht von Alfred Brust. Auf den Höfen sind Kinder. Auf den Höfen sortiert man Schutt. Auf den Höfen sind schwierige Schinder. Auf den Höfen tun Dienstmädchen Sachen kaputt. In den Häusern aber sind Hübscherinnen. In den Häusern kleidet man seine Frau aus. In den Häusern muss man nach Nahrung sinnen. In den Häusern sehen junge Menschen grau aus. Nirgend ein Licht in der sengenden Wüste von Stein. Nie eine Hoffnung, das volle Leben zu grüßen. Niemals am Strande blauer Meer. Niemals auf Gipfeln die Täler der Menschen zu Füßen. Und weshalb habe ich das geschrieben? Weil sich herausstellte, im Theater Halberstadt, wir haben das ja nie so eng gesehen, dass es nur hier Magdeburg ist, im Theater Halberstadt sind ab 1920 gegen alle Widerstände expressionistische Stücke aufgeführt. Zum Beispiel von dem Magdeburger Georg Kaiser, sein berühmtes Schauspiel Gas 1, ist ja nicht in Magdeburg uraufgeführt worden, sondern in Halberstadt. Mhm. Und dann muss man sagen, auch die anderen Stücke von Expressionisten haben in Halberstadt, wie auch Alfred Brust, der in Ostpreußen lebte, und das Stück heißt Der ewige Mensch, das ist da aufgeführt worden, 1920 am Karfreitag, mit einem anderen. Und das hat mich interessiert und dabei stellte sich heraus, das wissen wir auch nicht alles so genau, manche Leute kennen vielleicht noch Schauspieler. Aber ich denke, das wird wohl noch klappen, dass man Theo Lingen kennt. Aber der hat da mitgespielt, der war nämlich Anfänger in Halberstadt. Ja. Und dann noch erstaunlicher, Gustav Gründgens. Logan. Halberstadt, Theater, ja. Und die haben damals neben allen Operetten, was sie ja spielen mussten, damit Geld einkam, diese Stücke gespielt und diese Gedichte, wie du eben, auch gelesen, Sonntagvormittag in Matinee. Und zwar kostenlos, ohne Eintritt, das haben sie selbst gemacht. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist dann eben erstaunlich, wenn man das plötzlich merkt. Und es lässt sich ja noch viel mehr da bringen, bloß die müssen dann das lesen, da ist alles drin. Ja, ich das wollte, steht da drin. Ich wollte noch mal so generell etwas zu den Aufgaben der literarischen Gesellschaft sagen. Ja. Also als generelles Ziel in der Satzung steht schon erstmal drin, niveauvolle Beschäftigung mit der Literatur und dem Geistesleben in Sachsen-Anhalt, in Vergangenheit und Gegenwart, sowie darüber hinaus. Und ja, da, lass dich mal unterbrechen. Ja. Und da hast du ja einen größten Anteil dran, denn du hast ja die Gesellschaft auch in die Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften Deutschlands gebracht. In Berlin, ja. Dort sind sämtliche solcher literarischen Vereinigungen zusammengefasst. Ja. Manchmal haben wir auch ein paar Mark Geld zur Unterstützung bekommen, weil die gesehen haben, dass wir was getan haben. Genau. Und das verdanken wir dir. Ja, das ist schön. Ja, und da will ich mal sagen, welche Programme wir machen mussten. Ja, wir mussten Programme machen, damit wir Fördermittel bekamen. So ist es. Und die haben wir tatsächlich von der Stadt und auch vom Land all die Jahre bis zur Gegenwart bekommen. Beispielsweise das Erste, da hast du noch die Federführung, Mitteldeutsche Literaturlandschaften.
Ja, da bist du noch voll eingestiegen. Das lag daran, dass ich in meinen Büchern über Mitteldeutschland immer die Schriftsteller und so etwas erwähnt hatte. Das war auch für mich eine große Hilfe, wenn ich Programme machen musste, weil ich ja nicht aus Mitteldeutschland komme. Ja, bei mir war das nun auch völlig neu. Aber ich überlegte, wo ist denn etwas, was wurde in Magdeburg noch ein bisschen Eindruck machen kann. Genau. Und da sind wir auf die Idee gekommen, aber du hast das ja dann erst richtig groß entwickelt, da auch hinzufahren, dass man das da mal sieht und sagt, hier stand Goethe. Genau. Können sich darauf verlassen. Ja. Und das hat er darüber geschrieben. Und da haben wir die sogenannten Literaturreisen veranstaltet. Ja. Jedes Jahr eine Literaturreise. Die erste Literaturreise ging nach Halberstadt. Ja. Aber über Eilenstedt. Über Eilenstedt, das war schon ein bisschen suspekt, aber das haben sie mir dann abgenommen, weil ich gesagt habe, aber in Haus Nienburg, da stand Goethe und da hat er auch eine Nacht gewohnt mit seinem Sohn. Und das war so gut wie unbekannt, obwohl es so sehr amüsant war. Alle haben sich nachher fotografieren und alles, weil die Gaststätte in Haus Nienburg gehörte dem damaligen Landrat. Und darüber haben schon alle gestaunt, denn der war Landrat für den Halberstädter Kreis, für den Aschersleber Kreis und für den Ermsleber Kreis. Und da muss man wirklich sagen, wo gibt es heute noch drei Kreise, die einen Landrat haben? Können sie doch gewaltig Geld sparen. Aber die hatten das gemacht und der Hagen hatte auch den Goethe eingeladen, er möchte doch zu ihm kommen. Und Goethe musste zuerst vor den neu erbauten Gasthof, den hatte der Landrat auch auf seine Kosten bauen lassen. Und Goethe war sehr verblüfft, wie der Gasthof hieß, denn da hing ja ein Schild darüber, in meiner Größe ungefähr, Ölgemälde. Und dieser Gasthof hieß Zum blanken Arsch. Na, Goethe ist ja generell dreimal im Harz gewesen und hat da also auch Spuren hinterlassen, auch in der Literatur. Hat er auch hier, aber er hatte geschrieben, er hat ja seinen 15-jährigen Sohn so ungefähr und nun in Gaststätte Zum blanken Arsch wollte er eigentlich nicht rein. Er sollte ja auch gar nicht rein. Der hatte ja in seinem Schloss, das da auch steht, gegenüber, der Landrat, hatte ja schon alles vorbereitet. Sogar Wein besorgt aus dem Jahr, in dem Goethe geboren wurde. Na ja, gut, da konnte man auf die Flasche draufschreiben, was man wollte. Ja. Und auf jeden Fall sind wir da hingefahren. Wir haben da auch gegessen und getrunken. Leider ist heute da alles zu. In der DDR, muss ich aber noch sagen, wir sind ja hier unter uns, hieß es auch nicht Zum blanken Arsch. Obwohl das Schild immer noch da war, stand auf dem Boden. Der Halberstädter Maler Walter Gemm hat es dann wieder entdeckt und restauriert und es war da, als wir da waren. Tja. Aber weißt du, wie es in der DDR hieß, die Gaststätte? Nein. Die gab es auch. H.O. Ja, H.O. Nee, die hieß Friedenseck. Ja, na bitte. Das ist doch auch was Schönes. Naja. Ja, ich und da sind wir hingefahren, wenn ich das noch sagen darf. Haben uns alles angeguckt, dann über den Hü. Und dann ins Gleimhaus und die hatten gerade Bücherfest. So konnten wir den Leuten also den ganzen Tag was bieten und waren fast überall dort, was sie als Literaturfreunde interessierte, aber ihnen unbekannt war. Ja, das war und du hast nur die schwierige Aufgabe gehabt, weitere Ziele rauszufinden, nachdem Goethe schon mal weg war. Ja. Aber wir haben es ja auch gar nicht so kleinbürgerlich vielleicht gemacht. Nur hier Sachsen-Anhalt und nur vielleicht mal über die Grenzen gefahren. Nur Bezirk Magdeburg oder irgend so etwas. Wenn ich nicht alles täusche, war er doch auch bis ins Wendland gekommen. Ja. Ja. Und im Wendland war ja auch so, ist ja auch solche Merkwürdigkeit. In Gartow, heute keine Gaststätte mehr, das ist genauso. Aber noch ein Schild über der Tür. Hier wohnte Karl May. Ja. Karl May. Ja, und dann haben wir natürlich hier als nächstes Literatur gegen Gewalt gehabt. Ein tolles Programm. Und das könnte man heute beispielsweise wieder Leider müssen wir sagen. Ja, Frau Dr. Ingrid Herms hat das vor allen Dingen begleitet. Die war damals bei uns
ABM-Mitglied und hat nachher ständig an der Redaktion für die Almanache teilgenommen. Wir haben mit den Klassikern auf Du und Du gehabt. Da war die Goethe-Gesellschaft beispielsweise mit beteiligt. Ja, und wir haben, da war Frau Dr. Steinhorst vor allen Dingen dabei. Oder die Uni, aus der Uni Jena, Frau Dr. Reimann, eine Goethe-Spezialistin. Und wir haben auch eine Hamburger Schauspielerin hier gehabt. Die ist nachher mindestens 10-mal noch gekommen, Margit Straßburger. Die hat uns hier Bettina von Arnim und Goethe, diese Liebe der Bettina zu Goethe, szenisch dargestellt. Ja. Das war schon ein Erlebnis. Und dann haben wir literarische Zeitreisen durch Sachsen-Anhalt und andere deutsche Lande. Mhm. Wir haben immer diesen kleinen Geheimweg noch mit eingebaut, damit das gar nicht so auffällt. Aber wir haben es gemacht. Aber deswegen würden wir uns auch gar nicht trauen, hier zu sitzen. Nee. Wenn wir es nur in Magdeburg gehabt hätten für einen kleinen Verein, sondern wir haben das so weit ausgedehnt, dass schon manche gesagt haben, na, demnächst sind wir noch in München. Ja. Und naja, die haben dann vielleicht gar nicht so viel wie wir. Aber das letzte Programm, und ich glaube, das läuft jetzt heute noch, Die Heimat und die Welt. Ja. Das ist also auch ein sehr gutes Programm gewesen. Da konnte man viel reinbringen an Literatur. Ja, wir haben ja auch vom Schriftstellerverband hier dann sogenannte Duo-Lesungen gemacht, wo einer aus Niedersachsen und einer von uns kam, wobei wir hier immer so großzügig gewesen sind. Und Halle gleich mit eingerechnet, die es zwar nie so gerne gehört haben, dass Magdeburg die Landeshauptstadt ist. Und deshalb sagen die ja heute noch Kulturhauptstadt. Aber wenn wir danach gehen, was wir hier literarische Gesellschaft geboten haben, haben sie das auch nicht. Nee, das glaube ich. Wir haben eine Universität, ja. Ja. Aber. Ja, und eins haben wir ja gemacht. Wir haben sowohl die Schriftsteller aus der Vorwendezeit, die hier in Magdeburg ein großes Publikum hatten, die haben wir wieder zu Wort kommen lassen. Ja. Nicht beispielsweise Martin selber oder Heinz Kruschel oder Wolfgang Schreier, nicht? Bernd Wolf, Helmut Bürger, Albrecht Franke, Dorothea Iser, die heute auch immer noch schreibt. Oder selbst Ingrid Hahnfeld. Selbst mich habt ihr schon genommen. Auch du, natürlich, du warst eigentlich immer präsent. Du warst auch so, wir haben ja eins nicht geschafft. Wir wollten eine Reihe machen, Mitglieder lesen für Mitglieder. Ja, das. Da haben wir beide nur uns dargestellt. Ich habe mit meinen Romantikern, weil ich gerne rezitiere, mit meinen Balladen was gemacht. Ja. Und du hast im Sachsen-Anhalt vorgestellt, ja, in den richtig. Verschiedensten Fassungen. Ja. Das war toll. Und dann zum Teil auch mit musikalischer Begleitung. Das ist richtig. Also wie gesagt, das, was wir hier nur zu Anfang so im kleinen Kreis gedacht haben, hat sich gewaltig in 25 Jahren, naja, es ist ja ein Vierteljahrhundert. Und läuft schön weiter. Und läuft, da müssten wir jetzt eigentlich auf Holz hauen. Ich weiß aber nicht, ob das hier wirklich Holz ist. Na, ich versuch's mal. Aber ich habe keine Angst, dass das weitergeht, denn wir haben es ja gerade gesehen bei der Festveranstaltung. Ja. War das Literaturhaus, das Lesecafé da unten, war voll. Ja. Wir hätten gar nicht mehr noch große Reklame machen müssen. Es waren ja sogar Leute, die reisten von Berlin an. In Erinnerung, was sie hier erlebt hatten, kam eine Dame auf mich zu und sagt, kennen Sie mich noch nicht? Nein, ich kannte sie nicht. Aber sie wusste ganz genau, was wir hier gemacht hatten. Und das ist etwas Schönes. Gerade weil Magdeburg ja immer so hingestellt wurde, nee, das ist für Literaten nicht der richtige Punkt. Das mag ja sein, denn hier sind keine großen Verlage oder irgendetwas gewesen und auch heute nicht. Aber wir haben immer so viel Interessenten gehabt. Ja. Und das macht sich ja selbst, habe ich neulich festgestellt, in der Bibliothek oder im Museum, noch fest, weil reiche, wohlhabende und sammelnde Bürger von Magdeburg dann ihre Sammlung sozusagen der Öffentlichkeit geschenkt haben. Und vieles lässt sich dadurch heute hier zeigen, an Ort und Stelle. Wir haben also auch Programme natürlich herausgegeben. Ja. In den Anfängen
waren das Monatsprogramme, ja, und die waren nicht nur so dahin gedruckt, die waren künstlerisch gestaltet. Ich zeige mal sowas. Ja. So. Oder. So. Oder. So. Das waren schon auch kleine Kostbarkeiten, diese Almanache, dadurch, dass sie eben kleine künstlerische Werke von Magdeburger Autoren hier drin hatten. Ja, ich weiß nicht, welche du gezeigt hast. Zu Anfang habe ich die ja alle selbst gemacht, weil sich keiner fand. Es kann sein, dass es von dir sind. Das wusste ich nicht. Doch, die ersten zwei Jahre sind von mir. Denn der erste Almanach. Zeig mir doch bitte mal. Das ist von mir. Na bitte, also da sitzt der Künstler. Nein, nein, es war der Not gehorchend. Ja, und. Weil es ja was die Leute erstmal anlocken sollte. Und das ist uns gelungen. Das bescheinigen uns ja viele, die von Anfang an mitgemacht haben. Ja, ja. Da drin ist ja auch ein Plakat von mir. Denn wir haben das Kunststück ja fertiggebracht hier in Magdeburg. Eine Veranstaltungswoche durchzuführen. Ja, das ist von mir auch. Und das ist wirklich erstaunlich, was wir da gleich am Anfang fertig gekriegt haben. Das war über Expressionismus, weil ja hier von Georg Kaiser, dem berühmtesten Mann auf dem dramatischen Sektor, gar nichts gespielt wurde. Wir konnten das auch nicht spielen. Aber die Kammerspiele, da waren so viele junge Schauspieler, die haben das gemacht für uns, kamen dahin. Ja, und wir haben expressionistische Filme gezeigt, weil das konnte man selten sehen. Und ich denke noch mit Schrecken dran, im Literaturhaus, Erich Weinerthaus, war ja eine Katastrophe, wie viele Leute kamen. Wir hatten ja so viele Stühle gar nicht und spielten das, die Filme ja, soweit ich sie hatte, von einem alten Super-8-Apparat. Und die Leute standen noch in den Türen drin, um das sich anzusehen. Und damit haben wir natürlich ganz schön Reklame gemacht. Das hat gewirkt. Und dadurch haben wir auch so viele Mitwirkende gefunden. Bis auf das, was wir jetzt eben, was du zum Glück nochmal gesagt hast, auch wenn sie mal interessiert sind und möchten irgendeinen Schriftsteller, der ihnen gefällt oder was, melden sich doch mal in Literaturhaus. Wir haben das nie abgeschlossen mit Mitglieder lesen für Mitglieder, nein, sondern würden das jederzeit weitermachen. Ja. Wenn uns jemand kommt, auch wenn es junge Menschen sind, habe ich neulich gesehen, die schreiben Diplomarbeiten über irgendein literarisches Thema. Das ist schön, das liest ihr Lehrer, beurteilt das. Aber kommen Sie doch zu uns ins Literaturhaus, tragen Sie das da vor. Sie finden bestimmt Leute, die sehr interessiert sind. Und ich bin ja immer ein richtig mutiger Mensch. Wir haben wahrscheinlich mehr interessiertes Publikum als Ihre Lehrer. Das könnte schon sein. Im Studium, die das aus Pflicht machen müssen. Ja, und dann haben wir natürlich eine ganz tolle Leistung vollbracht. Na ja. Das ist dieses Buch. Das ist, der Autor sitzt neben mir, Hans H.F. Schmidt, und ich habe praktisch die Sache in Druck gebracht. Ja, sonst gäbe es gar nicht. Sonst gäbe es das Buch nicht. Und zwar haben wir das zum 1200 Jahre Jubiläum der Stadt Magdeburg rausgebracht. Das heißt Magdeburg literarisch und ist ein Spaziergang durch die Literaturgeschichte von den Anfängen bis fast in die Gegenwart. Ja, ja, nein, nicht? Bis in die Gegenwart. Bis in die Gegenwart. Und der Autor, wie gesagt, Hans H.F. Schmidt, ist mit seiner Gattin, Frau Sigrid Eleonore, durch Magdeburg, gedanklich durch Magdeburg spaziert. Nein, auch richtig. Auch richtig, jawohl. Und hat uns ganz hervorragendes Illustrationsmaterial dazu geliefert. Beispielsweise. Ja, es sind mehr Bilder, sind alle ein bisschen klein, aber es ging nicht anders. Historische. Denn da muss man ja Geld haben, um so etwas erstmal auf die Beine zu bringen. Ja, und da muss ich sagen, das war gar nicht so einfach, es auf die Beine zu bringen. Nein, ach, um Gottes Willen. Da waren nicht gleich Begeisterungen in der Stadt Magdeburg dafür. Beispielsweise der berühmte Hans Schuster, ja, der da mit im Gremium
im Festausschuss da saß, da sagte, das ist doch kein Buch, als ich dem das vorstellte. Ein Buch muss ein Hardcover sein, das muss gebunden sein. Dafür, das Geld dafür hatten ja, sie dafür auch hatten nicht. Sie aber auch kein Geld. Und dann sollte es fast unter den Tisch fallen. Aber es gab das Büro. Und es gab die Literarische Gesellschaft. Büro 1200 Magdeburg. Das waren junge Damen, die da saßen und die waren zugänglich. Die haben meine Argumente verstanden und haben die Mittel aufgetrieben für den Druck. 1000 Exemplare sind gemacht worden. Und wir haben dafür als Dankeschön nach der Premiere, die wir gemacht haben, die war im Hegel-Gymnasium, haben wir jedem Gymnasium einen Klassensatz gespendet. Ja. Und das ist natürlich ganz besonders gut angekommen. Das ist das Wertvollste an dem Ganzen. Und darüber sind wir auch sehr stolz drauf gewesen. Ja. Ja, das ist also dazu mal ganz kurz gesagt. Dann und jetzt musst du dich sowieso kurz fassen. Ja, sind wir schon wieder so weit. Aber ich möchte was zu Zschokke sagen. Ja, dann sag mal aber noch einen Satz. Also, wir haben den berühmten Heinrich Zschokke, ein Bürger der Stadt Magdeburg und Schriftsteller, der im 18. Jahrhundert in Magdeburg geboren wurde, dann ausgewandert ist in die Schweiz, dort als Schriftsteller und aber auch als Politiker tätig war. Und den haben wir wieder zurückgeholt nach Magdeburg im Gedächtnis der Stadt. Wir haben dafür gesorgt, dass er wieder eine Straße bekam. Wir haben dafür gesorgt, dass eine Gedenktafel für ihn da war. Mhm. Wir haben einen sehr engen Kontakt zur Namensgesellschaft in Aarau in der Schweiz. Ich bin da zweimal sogar zu Gast gewesen, inzwischen auch Mitglied der dortigen Heinrich-Zschokke-Gesellschaft geworden. Und wir haben sogar das zweite Zschokke-Symposium haben wir hier nach Magdeburg holen können. Ja. Der Bürgermeister war selbst auch dort in Aarau und hat sich sehr dafür interessiert. Also ein großer Rummel nochmal um den Heinrich Zschokke. Ich habe den früher gar nicht gekannt. Muss ich ehrlich sagen, ich habe ihn zwar als Buch im Regal gehabt, Heinrich Zschokke, die Walpurgisnacht, aber das ist so eine Räubergeschichte. So. Und er hat auch viele Räubergeschichten geschrieben. Ja, genau, aber er ist auch drin, die Geschichte des zerbrochenen Kruges. Ja. Und der ist als Freund von Heinrich von Kleist, ja. Hat die Aufführung des Kleistischen Theaterstücks mit organisiert. Ja. Darüber gibt es sogar einen Kupferstich. Also das waren enge Freunde. Wir haben ja Wettbewerb gemacht, die Schriftsteller. Das gibt ja noch so ein Werk. Also das habe ich da alles erst hinterher erfahren. Das Buch habe ich nie richtig zuerst gelesen, jetzt inzwischen natürlich. So, nun können wir auch nur noch sagen, wenn Sie auch jetzt die Literarische Gesellschaft Magdeburg noch nicht kennen, jetzt haben Sie aber fast alles übergehört. Ja. Und jetzt freuen wir uns, wenn Sie demnächst auch bei uns mal erscheinen. Sie können auch das Programm ständig über das Literaturhaus. Ja, das Programm, unser Programm ist da mit drin im Literaturhausprogramm. Also, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, hoffen, dass wir Ihnen ein paar Anregungen gegeben haben und freuen uns, wenn Sie in der nächsten Sendung wieder zuschauen. Also, auf Wiedersehen.